Oh, es ist meine Maus langsam. Ich merke das gerade. Warte mal, 800. Oh, das ist ein bisschen. Oh ja. Ich dachte gerade, meine Maus ist gerade so langsam gewesen. Aber ich habe es jetzt wieder ein bisschen höher gestellt. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, CWL in drei Clans. Das ist eigentlich immer so ein typischer Titel, wenn es darum geht, dass man streamt. Ich habe am Mittwoch gestreamt und am Samstag. Dass beide Streams, falls ihr auf Twitch mal aktiv seid und guckt mal in meine Videos. Dort sieht man ja die letzten 30 Tage, was da so gestreamt ist. Sie sind alle ohne meine Stimme, als wenn sie rausgeschnitten wurde in einigen Passagen, nämlich im gesamten Stream. Das lag wahrscheinlich an einer Dekonfiguration meiner Tonspuren und ich habe das Ganze schon ein bisschen angepasst. Ich hoffe, das funktioniert jetzt wieder. Das werde ich jetzt am Mittwoch dann wieder testen, da wir dort dann auch wieder ein bisschen online sind. Aber CWL in drei Clans, ja. Ich spiele in drei Clans. Im Moment die CWL mit euch oder gegen uns, je nachdem. Und stell das heute nur kurz vor. Das hätte ich jetzt am Wochenende schon machen können. Nur haben die erst vor 12 Stunden fast überall gestartet. Und wir haben aber hier schon einen Spieltag hinter uns im Clan Free-to-Play und sind da auch ganz knapp einem Perfect War entkommen, weil einer nicht angegriffen hat, sonst hätten die uns zu 45 niedergerannt. Ohne Rathaus 14, Rathaus 13 und 2 Zwölfer unten. Also da weiß man, ihr kennt ja die Liga, man weiß halt nicht, warum die überhaupt hier in der Kristall 3 Liga sind, muss ich sagen. Und jetzt gucke ich mal, wo der Bronco hier eben zugeschlagen hat. Es hieß, Bronco hast du toll gemacht. Gucken wir mal. Hase. Wopper. Was steht hier eigentlich dran? Romano. Ich mache die. Niemand anders. Okay. Oh, habe ich Angst. Nicht, dass sie jemand anders macht. So, aber Bronco ist hier unten aufgehangen. Machen wir mal. Ich glaube, das war der letzte Angriff von eben. Der ist jetzt noch warm. Der ist jetzt noch warm, der Angriff. Und naja, ich hoffe, ihr hattet ein cooles Wochenende. Abseits abseits von Pandemie. Heute ist ja wieder oben ohne, ne? Ab heute ist hier in Nordrhein-Westfalen oben ohne oder eigentlich schon seit gestern. Aber ich habe jetzt eben auch schon beobachtet hier nebenan. Ich wohne ja nach wie vor neben einem Friedhof, war dort eben eine Beisetzung und ich muss sagen, ich habe da fast niemanden ohne Maske gesehen, obwohl es hier heute total windig ist. Also Aerosole hätten hier sowieso keine Chance heute. Und die Leute aber trotzdem, glaube ich, immer noch sehr, sehr vorsichtig sind, was meine Person angeht. Ich werde das auch sein. Ich werde das erstmal einfach so weitermachen. Man hat sich da so heftig dran gewöhnt. Und ich glaube, der Umstand eines Mund-Nasen-Schutzes ist auch, wie soll man sagen, das ist ein kleines Übel. Das ist ein kleines Übel. Wenn man ihn jetzt partout nicht mehr tragen möchte an gewissen Orten, dann soll man das doch einfach nicht mehr tun. Aber ich glaube, so beim Einkaufen und meinen öffentlichen Nahverkehr nutze ich eh nicht. Wo es mir persönlich ein bisschen zu eng wird, da habe ich das Ding sowieso immer in der Tasche und dann haue ich mir das auch wieder rauf. Das ist jetzt nicht so tragisch. Manchmal ist dann so ein Nasenschutz auch ganz gut, ne? Also ihr habt das sicherlich auch im Laufe der Monate gemerkt, wenn es da draußen so kalt ist und du hast mal so ein Ding vorm Mund, ist schon ein bisschen wärmer im Gesicht, ne? Also so ganz oben ohne. Was hat man eigentlich früher gemacht? Man hat früher einen Schal getragen oder Tücher oder was auch immer. Aber heute nimmst du einfach Mund-Nasenschutz und schon hast ein schönes, warmes Gesicht. Oh, wir haben was live. Sehr cool vom Tät. Ah, das ist cool. Das ist cool. Also ich behalte das einfach so weiter. Am Wochenende haben wir ja ein bisschen Rising Star gemacht. Ich versuche das Ganze noch irgendwie für euch festzuhalten, um nachzudokumentieren, weil man ja meine Stimme nicht hört. Aber ein unheimlich tolles Turnier, Leute, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich denke, da kommt diese Woche auch noch eine Folge zu. Vielleicht mache ich mal ein bisschen mehr. Aber ja, ich will da erstmal nicht ganz so viel zu sagen, denn wir hatten hier viel, viel Spaß. Muss ich ganz klar sagen, nicht weil wir die Leute ausgelacht haben oder so, sondern weil es mal was anderes ist, sowas zu sehen. Und ich glaube, hier, das könnte ein Hype werden hier vom Tät, aber der hat auch, guck, oh, was ist das, ein Luftabwehrchen. Das ist ein Luftabwehrchen und ein Kanönchen daneben. Oh,
Kanönchen und ein Luftabwehrchen. Also kein Ding hier für die dicken Drachen vom Tät. Und ich wollte jetzt gerade sagen, so sieht eigentlich ein normaler Gegner bei uns aus. Also 13 auf 13 oder nee, 12 auf 12. Und so sieht ein normaler Gegner bei uns aus. Die erste Begegnung, wie gesagt, die Haken war ab und da, okay, die waren jetzt mal da. Und ich habe auch mit dem Alex, bin ich hier übrigens in der Liga drin, also CWL in 3 Class, das stimmt schon so ein bisschen. Ich spiele halt nur nicht mit allen Accounts, das ist mir dann doch ein bisschen zu sehr zeitaufwendig. Also raffen wir uns hier in jedem Fall wieder hoch, sind jetzt auch schon wieder Dritte, aber die da oben gehören hier eigentlich nicht in die Liga rein. Die sollen mal ganz, ganz schnell weg aufsteigen und dann geht das sicherlich seiner Wege. Ich mache einen kurzen Cut und beame euch jetzt in den nächsten Clan. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu den Herausforderern. Bei den Herausforderern, Meister 3, wir sind unten ein bisschen schwächer und im oberen Bereich 14er bis hin zum Avatar. Ich habe hier leider einen weggelassen, einen 14er. Ihr kennt ihn sicherlich aus meinen anderen Videofolgen. Der kassiert nur 3, weil er eine ganz, ganz schwache Base hat. Er hat zwar gute Truppen und gute Helden, geht dann allerdings immer mit seiner Truppe so ein, zwei Stockwerke tiefer, was uns schon die ganze Zeit nicht wirklich behagt hat. Und aber seine Base kassiert halt immer 3 und ich habe ihn nicht mitgenommen, weil ich gedacht habe, er geht noch einen Clan weiter, denn CWL in 3 Clans, also dritter Clan kommt auch noch und deswegen tut mir das ein bisschen leid, dass er jetzt gar nicht mit dabei ist, aber eine Nullnummer haben wir auch schon gefahren hier. Und da ist mal wieder dieses Prinzip, ja, ich musste ja jetzt eine Rathausstufe höher angreifen. Ja, musstest du. Aber trotzdem, glaube ich, kann man aus so einem Angriff hier sicherlich mehr rausholen als 0 Sterne, wenn man es richtig macht, sage ich mal. Schwierig ist natürlich hier eine Blimp zu spielen gegen die beiden Freger, aber mit ein, zwei Frost kriegst du auch das hin. Und er hat hier die Methode gewählt mit 4 Magiern. Allerdings, ja, die kriegen das Rathaus nicht kaputt, weil er die Unsichtbarkeitszauber nicht so effektiv geworfen hat. Und jetzt kommt Plan B. Und Plan B hat halt nicht mehr funktioniert, muss man sagen. Also wenn ihr Hit upen müsst, dann ist, glaube ich, immer was, ich sag mal so ein, zwei Frost in diesem Fall hier für die Feger, Blimp hier reinfliegen lassen mit ein paar Schleichkobolden und da brauchst du noch nicht mal einen Wut in der Mitte fürs Rathaus. Du nimmst wirklich nur Schleichkobolde mit, gar nichts anderes, also dann lässt man lieber den Slot frei, bevor da noch ein Barbar mit rausläuft und trotzdem Feuer raufkommt dann aufs Rathaus oder in die Richtung des Rathauses. Und von daher kriegt er hier zwar noch alles auf, aber ich meine, das sind 1, 2, 3, das sind 3 X-Bögen und 2 Kanonen gewesen gerade und Bogenschützentürme. Das ist einfach für eine 50er oder nee, 65er Queen ist das zu viel mit ein bisschen Heilung dahinter. Ja, und jetzt kann er hier auch nicht mehr richtig Richtung Rathaus funneln. Bekommt hier überhaupt keine Truppe mehr auf dem Boden. Scattershot hier fällt auch viel zu spät und obwohl er hat ja recht starke Truppen, aber es geht halt nichts mehr zum Rathaus und dann musst du das irgendwo, ja, man muss es irgendwie zum Stern retten, finde ich. Man muss es irgendwie zum Stern retten, ist manchmal nicht ganz so einfach. Ich mache hier auch niemanden Vorwurf. Man kann nur Tipps und Tricks geben. Ich habe eben halt im Chat getippt, Safe Blimp oder irgendwas Safeiges mit Kobolden. Ich meine, seine Machart mit den Magiern ist sicherlich auch gut. Allerdings musst du es dann auch, muss man ganz klar sagen, einfach besser machen, sodass sie das Rathaus bekommen und du kannst dann von irgendwo mit dem Queen Charge anfangen und musst dich nicht mehr ums Rathaus kümmern. Aus der Clanburg kam ja ein Lava-Hund raus, den kann man auch ganz, ganz lange umgehen, indem man dann zum Beispiel hier oben anfängt, wo die Clanburg dann überhaupt nicht rauskommt. Aber so ist es denn doch ein bisschen. Es ist ein bisschen schwieriger, hier auch ein Stern Easy Living hat uns versprochen, dass er eigentlich mit einer anderen Armee mal angreifen will, aber er nimmt immer noch die gleiche Armee seit Monaten, seit Jahren, seit Wochen. Immer die gleiche Armee und immer der gleiche Ablauf. Da muss man doch mal, irgendwo muss man wach werden, dass solche Dinge nicht in jeder Base funktionieren. Ich meine, ein Stern ist ein Stern, aber auch hier, ich weiß, auch für ihn ist es ein
Obwohl für ihn ist es nicht mal ein Hit, aber er ist ein 14er, hat halt nur ein Pad dabei, vielleicht hat er noch gar nicht mehr. Und aber dennoch in Wirklichkeit weiß ich auch nie, was dieses Fahrzeug da zu suchen hat, nur um die Mauern aufzumachen und da Loons rauskommen zu lassen. Ich weiß nicht. Naja, auch hier hätte man Plan B ziehen müssen. Da zieht man erstmal vielleicht eins und vielleicht auch mal einen Ballon mitnehmen. Aber jetzt alles auf eine Stelle setzen, ich meine, das ist schon mal nicht schlecht. Und er setzt jetzt auch schon mal, also ein bisschen gelernt hat er ja, den Worden mit dazu. Allerdings, okay, meine Batterie ist fast leer, alles klar. Zack. Aber das ist gut so, das wollte ich auch mal wieder haben. Immer schön den Akku schön ganz entladen lassen oder fast entladen lassen. Und nicht immer schon bei 80% wieder hochladen. Und kriege hier ist natürlich auch ein Problem, auch ein Laberhund drin. Früher habe ich mal so ganz spektakuläre Angriffsstrategien gesehen, wo man den Laberhund einfach aus der Clanburg gelockt hat. Hat eine Bogenschützin genommen mit einem Heiler und hat die in der Ecke abgestellt. Das waren noch so richtig witzige Sachen, kann ich euch sagen, Leute. Müsste man heute eigentlich auch wieder machen. Nur um einfach den Lavahund zu beschäftigen, denn der kriegt die Bogenschützin nicht tot und die Bogenschützin macht so wenig Schaden auf den Lavahund, dass der in 3 Minuten nicht mal ansatzweise kaputt geht. Aber ach, wir müssen einfach noch so ein bisschen effektiver werden hier, aber ich sehe das Ganze eigentlich ganz, ganz durchwachsen hier, dass wir Meister 3 hoffentlich halten. Hier schafft es nicht mal der kleine Minion gegenüber dem Bauarbeiter hier das Lager kaputt zu kriegen, muss man natürlich auch da kann man natürlich einen Blick für kriegen, wenn man guckt, in welcher Range der das hier macht. Ist gerade so noch am Rand. Aber das sind dann so, ich sag mal so, das ist ein Profi-Werkzeug. Also ist noch alles offen hier. Wir sind hier im Moment, ja, das macht nichts. Wir haben halt noch nicht so viele Angriffe gemacht, nämlich erst 3 Stück und es gibt ja schon welche, die haben 9 Angriffe gemacht und 8 Angriffe. Also ist in jedem Fall noch alles offen hier und ist ja noch ein bisschen Zeit, 10 Stunden. Wir lassen jetzt oben einen aus und machen dafür den 13er hier weg, würde ich sagen, mit dem 14er. Ist so das Einfachste, um die Sterne wieder reinzuholen, weil uns fehlt vermutlich sowieso durch eine Abstinenz einesjenigen hier sowieso schon wieder ein Angriff. Das heißt also, ein Angriff fehlt, ein Angriff auf 0 sind schon mal 2 Angriffe, wo kein Stern da ist. Ist alles ein bisschen schwierig. Ich hoffe, bei euch jetzt nicht ganz so schwierig. Ich springe jetzt direkt in den Clan Deutschland Ed weiter rein. Da bin ich auch mit Rathaus 12 unterwegs und ich glaube Rathaus 10, meine ich. Denn die sind doch noch gerade so 16 Leute geworden, wovon ich dann einen nicht mitnehme. Nehme ich den oder ich nehme den Bender nicht mit und Chefkoch muss glaube ich, dran. Chefkoch muss ran und hier spielen wir auch in Kristall 3 übrigens, aber hier passen die Begegnungen eigentlich ganz gut. Unten haben wir ein paar Zehner, ja, die müssen jetzt auch Hit-Uppen hier. Ach nee, bin ich gar nicht. Ach doch, ich bin mit dem Chefkoch dabei. Ist der Max hier und auf so eine Base hier, da kann man sicherlich was holen. Immer mal gucken mit Drachen und auch einer Safe Blimp in die Mitte, denke ich mal, wären es knapp 2 Sterne vielleicht. Muss ich mal sehen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir vorgehen. Und es hat ja auch erst ein einziger hier angegriffen. Nein, zwei haben wir angegriffen. Okay. Oh. 10 auf 10. Okay, frisch 10 auf ganz schön weit 10. Na, so weit ist es auch noch nicht. Ist auch noch eine relativ neunige Base hier. Aber Infernos auf 3 Single Infernos mit Drachen. Auch gar nicht mal so einfach. Wie viel hat er da jetzt gebraucht für den Blitz? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Also 2 Luftabwehren weggemacht. Ich hätte fast gesagt, nicht ganz die richtigen. Denn an der Stelle, um den Lerneffekt vielleicht zu haben, nimmt man die hinteren raus. Man nimmt die hinteren raus und kommt den vorderen entgegen. Denn die vorderen können ruhig ein paar Mal schießen, ja. Aber die hinteren, die werden irgendwann mal anfangen zu ballern. Und hier hast du auch noch einen Feger, den hättest du vielleicht auch wegmachen sollen. Ich würde mal so drauf rumtippen, ohne dass ich den Angriff bisher gesehen habe. Die Drachen werden immer jetzt hier so rumfliegen und werden niemals mehr ans Rathaus kommen durch den Feger.
Es sei denn, er blitzt ihn noch einmal. Er hat gar keinen Blitz mehr. Er frostet ihn einmal, was er vermutlich auch nicht macht. Aber eigentlich, okay, wenn man jetzt auf zwei Sterne geht, dann lässt man den hier hinten stehen und nimmt den hier raus, sag ich mal. Und die hintere, aber die vordere lässt man stehen. Ja, da können, die kann ruhig ein paar Mal schießen. Die geht ja von den Truppen weg, wenn man sie reinschickt. Und aber hier deckt die Luftabwehr das Rathaus. Da wäre es sowieso sehr, sehr schwierig geworden. Und machen wir mal weiter. Na, ihr seht das hier, die Drachen werden jetzt die ganze Zeit rausgedrückt. Die Queen ist auch noch mit dabei. Und Blimp ist aber am Start, schafft es aber nicht ganz. Was hat dann drin? Ah, okay, ein Drachen und Loons. Okay, die Loons gehen natürlich dann auf die Defense und der Drachen geht schön auf die kleinen Skelette. Auch hier empfehle ich euch immer, nehmt eine Safe Blimp. Ich meine, die Blimp ist jetzt gerade durchgekommen und mit einer Safe Blimp, mit Schleichkobolden, fällt das Rathaus, ganz einfach. Das Rathaus fällt halt nicht mit reinen Loons. Das Rathaus fällt halt nicht mit ohne die Drachen. Gerade wenn da Fallen rum sind, dann kümmern die Drachen sich erstmal um die kleinen Skelette aus den Fallen. Das sind alles so Kleinigkeiten, an die man erst später denkt, wenn man den Angriff nochmal sieht. Aber ihr seht das hier, die Drachen sind jetzt alle nach unten rum gedrückt worden. Und man kann auch einfach mal einen Feger blitzen. Ne? Zwei Blitze auf dem Feger, ist der weg, dann stört er einem nicht mehr. Denn der andere Feger stand ja komplett in die andere Richtung. Also hätte man hier auch über die gesamte Flanke hier oben kommen können von 12 bis 9 Uhr. Das mal nur so als Tipp. Aber auch hier haben wir noch ein paar Tage Zeit, nämlich noch 11,5 Stunden. Also nicht Tage, aber einen halben Tag. Ist halt ein bisschen spät angefangen, deswegen habe ich jetzt auch so spät angefangen zu drehen. Und will euch dann noch ein bisschen mehr zeigen. Ich kümmere mich jetzt gleich aber darum, dass ich das Turnier nochmal für euch ein bisschen festgehalten bekomme. So vielleicht als zweites Video oder als Mittwochsvideo, muss ich mal sehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Oben ohne würde ich mir überlegen. Und dann habt einen schönen Wochenstart. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Clasht.